Und als nächster Redner an Bord Werner Neubauer, FPÖ. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Bundesministerin, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte liebe Südtiroler, die im Fernsehen dieser heutigen Debatte folgen. Es könnte heute ein historischer Tag werden, ein historischer Tag dann, wenn die Delegierten dieses Hohen Hauses heute dem Tagesordnungspunkt 22 ihre Zustimmung geben könnten, nämlich der Forderung vieler Südtiroler entsprechend nach einer Zuerkennung einer österreichischen Staatsbürgerschaft, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf mir kurz erlauben, die Historie dieser Forderung etwas in den Gesichtsblickwinkel zu stellen. Im Jahre 2006 hat die Südtiroler Volkspartei in Rom anlässlich einer Sitzung im Senat sich Überlegungen angestrengt, wie man denn die Autonomie in Südtirol besser schützen könnte, und hat deshalb beschlossen, die Forderung nach einer doppelten Staatsbürgerschaft zu erheben, die sie aber leider nach den Wahlen in Südtirol wieder fallen gelassen hat. Die Freiheitliche Partei hat mit unserem Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache und mich als Südtirol-Sprecher diese Forderung gerne aufgenommen und haben sie bis heute verfolgt und, wie ich meine, auch zu einem Ergebnis gebracht, das sich durchaus sehen lassen kann, weil die Ergebnisse mittlerweile auch am Tisch liegen. Wie stellt sich jetzt die Situation in Südtirol zu dieser Frage dar? Ich darf es Ihnen zu Gehör bringen. Alle deutschsprachigen Parteien haben sich ganz eindeutig für die doppelte Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Der Südtiroler Landtag hat einen Antrag verabschiedet, die doppelte Staatsbürgerschaft zu begrüßen. Der Gesamttiroler Schützenbund hat ganz voll inhaltlich hinter diese doppelte Staatsbürgerschaft gestellt. Der Südtiroler Heimatbund, Andreas Hofer Bund, hat sich ebenfalls für diese doppelte Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Endpunkt dieser Reihe bildete wohl die Übergabe an das österreichische Parlament von 22.000 Unterschriften mit der Bitte, das österreichische Parlament möge den Südtirolern diese doppelte Staatsbürgerschaft zuerkennen wollen. Die Grundlage unseres Antrages bildet ein hervorragend ausgebautes rechtliches Fundament von drei Innsbrucker Anwälten, die als Grundlage hergenommen haben das österreichische Staatsbürgerschaftsgesetz und die Situation, dass nach 1918 unfreiwillig die Südtiroler Italien zugeschlagen worden sind. Mit diesem Entschluss heute könnte dieses Unrecht halbwegs wieder entkräftet werden. Und eine Umfrage durch das Institut Karmasin hat diese Woche veröffentlicht, festgestellt, dass 54% die Rückkehr der Südtiroler nach Österreich wollen, 22% wollen los von Rom, befürworten das sogenannte Freistaatmodell und 22% sind ohne Angaben. Das heißt, eine großartige Mehrheit von 76% hat hier in den letzten Jahren eine Änderung herbeigeführt, was das Ansinnen zum Vaterland Österreich darstellt. Wir haben hier mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz das Abstimmungsprinzip vorrangig gegeben. Und das Gutachten, das hier der Südtirol-Unterausschuss eingefordert hat, von Universitätsprofessor Dr. Obwexer, sieht hier klare Richtlinien, die für die Südtiroler zutreffend sind. Ja, alle Forderungen, die hier vom Ausschuss an dieses Gutachten gestellt wurden, konnten entkräftet, ja sogar übertroffen und erfüllt werden. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nachdem Italien selbst das Prinzip der doppelten Staatsbürgerschaft in der Verfassung verankert hat, ist auch hier die Beibehaltung der italienischen Staatsbürgerschaft bei Zuerkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft kein Problem, wäre also möglich. Die doppelte Staatsbürgerschaft aber, sagt auch der Landeshauptmann Thurnwalder in Südtirol, wäre zur Absicherung der eigenen Autonomie ein doppeltes Signal auch für Südtirol. Wenn in der EU von 28 Mitgliedstaaten 25 das Prinzip
der doppelten Staatsbürgerschaft bereits jetzt haben, dann sollte es auch für Österreich kein Problem darstellen, unseren Landsleuten in Südtirol diese doppelte Staatsbürgerschaft zuerkennen zu wollen. Als im letzten Jahr eine Südtirol-Delegation hier im Parlament zu Gast war, haben sich alle Delegationsteilnehmer für die Verleihung der österreichischen Staatsbürgerschaft ausgesprochen. Auch die grünen Delegierten namens Hans Heiß und Ricardo Della Sbarba haben hier vor uns gesagt, dass sie damit überhaupt kein Problem hätten, weil es auch Grundsatz der italienischen Verfassung ist. Und es ist so, dass diese Delegation dann bei Staatssekretär Lobatka vorstellig wurde und dort auch die Frage gestellt wurde, ob bei einer solchen Vorgehensweise Österreichs eventuell es zu diplomatischen Auseinandersetzungen, Unstimmigkeiten kommen könnte. Und Staatssekretär Lobatka hat versichert, dass das Freundschaftsverhältnis zu Italien so gefestigt ist, dass es dazu nicht kommen würde, auch hier also keine Probleme zu erwarten seien. Wenn also jetzt in diesem Fall die historisch gewachsene österreichische Minderheit dieses Ansinnen an uns richtet, dann sollten wir, wenn wir schon alle rechtlichen Fragen geklärt haben, und das ist der Fall, diesen Ansinnen auch tatsächlich nachgeben. Das Parlament könnte die Verleihung mit einfacher Mehrheit heute hier schon beschließen. Die Bundesregierung, meine sehr geehrten Damen und Herren, hat heute somit die Wahl, den Südtirolern diese doppelte Staatsbürgerschaft zukommen zu lassen. Die Südtiroler Volkspartei als Schwesterpartei der österreichischen Volkspartei hat letzte Woche in einem einstimmigen Vorstandsbeschluss die doppelte Staatsbürgerschaft für die Wahlen als Hauptprinzip für Oktober 2013 festgelegt, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist erstmalig in der Geschichte der Südtiroler Volkspartei, dass so eine Forderung im Wahlprogramm an erster Stelle steht. Das haben wir zu respektieren, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und wir können uns nicht mehr von der Verantwortung stehlen, zu sagen, der Ruf aus Südtirol muss kommen, ansonsten Österreich nicht reagieren könnte. Der Ruf ist da. Und wenn man in vielen Sonntagsreden in Südtirol eingeladen immer wieder den Menschen dort in Sonntagsreden entsprechende Versprechungen macht, und da sind viele dabei gewesen, man will sich in Österreich für die doppelte Staatsbürgerschaft hier im Parlament einsetzen, hat man gehört. Man will sich für die Verankerung der Schutzmachtfunktion einsetzen, hat man gehört. Man will sich für die Begnadigung aller Südtirol-Aktivisten einsetzen, hat man gehört. Und man hat auch gehört, dass man sich für die Entfernung bzw. Umgestaltung der faschistischen Relikte in Südtirol einsetzen will. Bis heute ist nichts von den Versprechungen übrig geblieben. Bis heute hat man nichts davon eingehalten, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und ich sage Ihnen ganz im Sinne Andreas Hofer, meine Damen und Herren, gerade von der österreichischen Volkspartei, Manda, es ist Zeit, wir müssen endlich handeln. Diese Versprechen sind endlich auch einzulösen. Und ich darf Ihnen sagen, die Freiheitliche Partei steht für die Landeseinheit Tirols, von Kufstein bis Salurn. Es lebe Südtirol, es lebe Tirol. Die Zuerkennung der doppelten Staatsbürgerschaft für Südtiroler fordert Werner Neubauer von der FPÖ.